In einem meiner Videos habe ich dir von meiner Bachelorarbeit in Informatik erzählt und bereits ein paar potenzielle Stolpersteine sowie mögliche Lösungsansätze dafür geteasert. In diesem Video möchte ich nicht auf den konkreten Inhalt deiner Bachelorarbeit eingehen, sondern dir 10 Tipps fürs Schreiben deiner Thesis an die Hand geben, die ich vor meiner Bachelorarbeit gerne bekommen hätte. Ich hoffe sehr, dass sie dir weiterhelfen und du dadurch das Maximum aus dem finalen Abschnitt deines Studiums herausholen kannst. Die Tipps sind nicht nur für Informatiker, sondern auch für andere Studierendengruppen gedacht. Da ich aber nun einmal Informatiker bin, ist dieses Video entsprechend gefärbt. Das nur als Disclaimer. Aber legen wir direkt los. Erster Tipp: Früh genug anfangen. Der frühe Vogel kann mich mal, ich meine, fängt den Wurm. Dieses Sprichwort hängt den meisten schon seit der Kindheit aus den Ohren heraus, doch leider ist es an vielen Stellen angebracht. So auch bei der Bachelorarbeit. Es ist wichtig, dass du dich so früh wie möglich um die Organisation deiner Bachelorarbeit kümmerst. Das erspart dir später viele schlaflose Nächte und du verhinderst, dass du bei den Themen von der Resterampe fischen musst. Es gibt keinen einzigen Professor auf diesem Planeten, der nur darauf wartet, deine Bachelorarbeit betreuen zu dürfen. Ganz im Gegenteil. Viele sind froh, wenn sie das nicht machen müssen, denn für sie bedeutet das einen Mehraufwand, den sie neben ihrer Forschungstätigkeit zu leisten haben. Thema und Betreuer finden sich nicht über Nacht und es gibt seitens der Hochschule Fristen, die bei der Anmeldung sowie Bearbeitung des Themas einzuhalten sind. Wenn du bislang ein aktives Mitglied in Team Prokrastination warst, dann ist es vielleicht an der Zeit, zumindest gegen Ende des Studiums, daran etwas zu ändern. Tipp Nummer 2. Wähle das Thema nach deinen Stärken. Die Wahl des Themas ist die erste und gegebenenfalls bereits kriegsentscheidende Handlung, die du im Rahmen deiner Bachelorarbeit vornimmst. Du solltest hierbei sehr große Sorgfalt walten lassen. Ein passendes Thema für eine Bachelorarbeit zu finden, ist meiner Erfahrung nach in etwa so wie den Studiengang zu finden, der genau zu deinen eigenen Interessen passt, also alles andere als leicht. Viele Hochschulen, insbesondere Universitäten, führen einen Pool aus Themen, aus denen man auswählen kann, was durchaus ein Vorteil sein kann, wenn eines dabei ist, das dir liegt. Im Regelfall sind diese Themen aber lediglich ein roher Fels, der erst noch feingeschliffen werden muss. Vielleicht inspiriert dich aber eines der vorgegebenen Themen auch zur Formulierung eines eigenen Themas. Hier kannst du deinen Fokus gegebenenfalls individuell setzen und deine Stärken vollumfänglich zur Geltung bringen. Ich wollte mir zum Beispiel ein eigenes Thema aussuchen, das ich dann über 4 Monate bearbeiten kann. 4 Monate sind eine sehr lange Zeit und es fällt vielen schwer, sich über eine so lange Zeitspanne hinweg mit, in Anführungsstrichen, nur einem Thema zu befassen. Vor allem dann, wenn es einen nicht ausreichend interessiert. Wenn du ein eigenes Thema willst, dann musst du dich aber auch auf ein wenig mehr Aufwand einstellen. Bei vorgegebenen Themen steht der Betreuer in der Regel fest. Das ist nämlich einfach derjenige, der das Thema ausgegeben hat, wohingegen du einen Betreuer erst von deinem Thema überzeugen musst. Die viel wichtigere Frage als die Frage nach dem Betreuer ist die Forschungsfrage. Du sollst im Vorfeld genau formulieren, aus welchem Problem heraus die Idee für deine Bachelorarbeit entstanden ist und wie du sie zu lösen gedenkst. Das muss kein Roman sein, doch eine halbe DIN A4-Seite solltest du damit schon füllen können. Mit dieser Übersicht gehst du dann zu deinem Wunschbetreuer und hebst dich schon alleine dadurch, dass du überhaupt etwas vorbereitet hast, deutlich von deinen Kommilitonen ab, weshalb du in den meisten Fällen auch den Zuschlag bekommst. Tipp Nummer 3. Finde den richtigen Betreuer. Neben der Forschungsfrage ist die bereits angesprochene Suche und Wahl eines Betreuers nicht minder wichtig. Wenn du schon einmal ein Tutorium bei einem bestimmten Professor gegeben hast oder positiv in den Vorlesungen bzw. Praktika aufgefallen bist, dann solltest du auf die entsprechenden Professoren einfach mal zugehen. Es ist fast immer eine gute Basis, mit jemandem zu arbeiten, den man schon einmal gesehen oder mit dem man sich sogar schon fachlich unterhalten hat. Du solltest deinen Betreuer auch nicht hassen oder so, sondern ein gesundes Maß normalen menschlichen Miteinanders bei deinem Bachelorvater oder deiner Bachelormutter an den Tag legen können. Je besser ihr euch versteht, desto reibungsfreier könnt ihr miteinander arbeiten. Es lohnt sich durchaus auch auf die Stimmen anderer Kommilitonen und Absolventen zu hören. Wenn du weißt, dass Professor Musterdoktor seine Schützlinge im Stich lässt, sich kaum mit ihnen unterhält, nie Zeit hat und allgemein die Betreuung von Studenten als Last empfindet, dann ist er vielleicht nicht der Erste, der dir als Betreuer in den Sinn kommen sollte. Außer du bist ein wenig masochistisch veranlagt. Dann kannst du dir aber auch einfach theoretisch Informatik 1 und 2 als 14-tägige Blockveranstaltung geben. Tipp Nummer 4. Fange noch nicht direkt mit dem Schreiben an. Nichts ist schlimmer, als planlos drauf loszuschreiben. Das wird in den meisten Fällen fürchterlich schief gehen. Überlege dir im Vorfeld eine sinnvolle Gliederung, einen realistischen Zeitplan inklusive Puffer und richte die einzelnen Arbeitsschritte daran aus. Für mich hat folgende Roadmap gut funktioniert. Orientierung. Darin eingefasst ist die Themensuche, eine erste Literatur- bzw. Quellenrecherche, die Kontaktierung eines Betreuers und die Anmeldung der Arbeit beim Prüfungsamt. Recherche und Materialbeschaffung, allgemein Stoffsammlung. Dies umfasst die Beschaffung von Fachliteratur, das Lesen sowie Exzerpieren und Auswerten der Quellen. Strukturierung der Rechercheergebnisse. In diesem Schritt fertigst du eine finale Gliederung an, von der du nur noch in Ausnahmefällen abweichst. In den vorherigen Schritten hast du nämlich den Grundpfeiler für deine Arbeit und die Richtung, in die sie gehen soll, gelegt. Danach fertigst du eine Rohfassung deiner Arbeit an, in der selbstverständlich noch kleinere Änderungen in der Gliederung möglich sind. Die Betonung liegt hier auf kleinere Änderungen. Diese Rohfassung wird dann im nächsten Schritt überarbeitet. Hier sollte das Feedback deines Professors einfließen, mit dem du dich regelmäßig austauschen solltest. Danach muss deine Arbeit noch Korrektur gelesen werden. Darauf kommen wir später noch einmal detaillierter zurück. Abschließend erstellst du eine druckfertige Datei, die du dann binden lässt und beim Prüfungsamt abgibst. Tipp Nummer 5. Arbeite jeden Tag. Zumindest ein bisschen.
Und uns Informatikern gibt es etwas, das wir die Zone nennen. Das ist ein mentaler Zustand, in dem wir voll auf unsere Arbeit fokussiert sind und quasi alles um uns herum vergessen. Erst das ermöglicht es uns, über immer komplexer werdende Softwaresysteme den Überblick zu behalten. Nichts ist dabei toxischer als eine Unterbrechung, sei es durch einen Kollegen, der in der Tür steht oder das Bürotelefon. Man muss sich danach jedes Mal wieder neu in die Materie hineindenken, was sehr, sehr viel Zeit kostet. Und genau das kann dir beim Arbeiten an deiner Thesis auch passieren. Ich meine damit nicht unbedingt, dass du immer, wenn du am Schreiben bist, in den Zustand der Zone kommen musst, sondern dass du mehrtägige Pausen zwischen der Arbeit an deiner Arbeit vermeiden solltest. Je mehr Zeit zwischen den einzelnen Arbeitsphasen entsteht, desto mehr bröckelt dein Fundament, das du dir bis dahin aufgebaut hast. Klar, manchmal braucht man auch vielleicht auch eine etwas längere Kreativpause, um frische Gedanken zu tanken und Schreibblockaden zu lösen. Doch die Pausen sollten in dieser wichtigen Phase deines Studiums eher die Ausnahme als die Regel sein. Es bringt zum Beispiel nichts, wenn du Montag und Dienstag an deiner Thesis arbeitest und dann den Rest der Woche keinen Gedanken mehr an dein Thema verschwendest. Dadurch schaffst du es erfolgreich, deinen Workflow zu sabotieren, denn du musst jedes Mal wieder in deine Bachelorzone kommen und gegebenenfalls vorherige Kapitel noch einmal lesen, was den Schreibfluss massiv hemmen kann. Manchmal reicht es tatsächlich auch, sich seinen bisherigen Stand einfach nochmal durchzulesen, auch wenn man an dem Tag sonst nichts mehr mit seiner Arbeit am Hut haben möchte. Das ist so ähnlich wie beim Sprachenlernen. Kontinuität zahlt sich aus. Tipp Nummer 6. Recherchiere nicht nur über einen Weg. Ich habe gute Erfahrungen damit gemacht, nicht nur eine, sondern gleich mehrere Medien für die Recherche zu meinem Thema zu nutzen. Darunter waren Google Scholar. Google Scholar ist quasi eine Suchmaschine für wissenschaftliche Publikationen. Hierüber findest du eine Vielzahl von Veröffentlichungen auf unterschiedlichen Konferenzen. DuckDuckGo ist eine Suchmaschine, die deine Privatsphäre schützt und dich aus deiner Filterblase zwingt. Du bekommst Suchvorschläge nicht zwangsläufig aufgrund deiner vorherigen Suchanfragen und deinem Profil gerankt, sondern auch Quellen angezeigt, die bei Google erst viel, viel weiter hinten in den Suchergebnissen auftauchen würden. Popularität und Aufrufe sollten in der Wissenschaft nicht mehr zählen als Qualität. Die Hochschulbibliothek ist eine wichtige Anlaufstelle, weil du hier sehr viel Fachliteratur in konzentrierter und vor allem physischer Form findest. Für viele ist es wichtig, ein Buch nicht nur elektronisch zu lesen, sondern auch tatsächlich in Händen zu halten, in ihm zu blättern und die gute alte Druckluft zu schnuppern. Wir lernen nicht nur mit einem, sondern mit vielen Sinnen. Hierüber hat Professor Manfred Spitzer schon zahlreiche Vorträge gehalten, doch das ist Stoff für ein anderes Video. Die menschliche Komponente darf beim Lernen auch nicht unterschätzt werden. Gerade Professoren sind fachliche Experten auf ihrem Gebiet und warum solltest du als Student nicht von ihnen profitieren? Dafür sind sie ja auch eigentlich an der Hochschule. Sie können dir sehr gute Anlaufstellen für fundierte wissenschaftliche Literatur zu deiner thematischen Ausrichtung nennen und haben viele weitere Kontakte in die wissenschaftliche Community. Selbst deine Kommilitonen können dir neue Denkanstöße geben oder haben zufällig die eine Studie gelesen, die für dein Thema relevant ist. Gerade Suchmaschinen wie Google packen dich gerne in eine Filterblase und je mehr du zu einem bestimmten Thema suchst, desto mehr werden dir Inhalte vorgeschlagen, die dazu passen. Das klingt zunächst einmal nicht nach einem Nachteil, doch wenn du genauer darüber nachdenkst, dann wirst du merken, dass das je nach Thema auch schädlich sein kann, da dir primär Quellen vorgeschlagen werden, die zu deiner Ausgangshypothese passen. Das vernebelt die akademische Sicht und führt gegebenenfalls zu einer einseitigen Betrachtung. Tipp Nummer 7. Schreibe dort, wo du dich wohlfühlst. Man sollte den Effekt, den eine gute Arbeitsumgebung, in der man sich wohlfühlt, haben kann, nicht unterschätzen. Ich persönlich könnte mir nicht vorstellen, in einem Großraumbüro zu arbeiten. Warum sollte das während des Studiums also anders sein? Trotzdem habe ich mich damals dazu entschieden, für bestimmte Kapitel in die Hochschulbibliothek zu gehen und dort zu schreiben. In der Bibliothek ist es sehr ruhig und wenn man sich ein etwas abgelegeneres Örtchen aussucht, kann man auch konzentriert arbeiten. Außerdem ist man dort umgeben von Fachliteratur und hat quasi alles griffbereit in der Quelle. Zudem ist, zumindest war das bei mir so, die Hürde, sich auf YouTube irgendwelche Gaming-Videos anzusehen oder sich sonst irgendwie ablenken zu lassen, weitaus höher, da man dort von vielen anderen Studierenden umgeben ist, die einen in Anführungsstrichen beobachten. Das hemmt bei dem einen oder anderen die Bereitschaft, sich von allen möglichen Dingen auf dem Bildschirm ablenken zu lassen. Und überhaupt, wofür brauchst du in der Bibliothek Internet? Alles Wichtige kannst du dir in wenigen Minuten in analoger Form besorgen und das ohne sich zuvor Werbung für Katzenfutter auf YouTube ansehen zu müssen, um an die lang ersehnte Information zu kommen. Aber ich schweife ab. Du solltest an einem Ort arbeiten, wo du dich wohlfühlst und der im Optimalfall keine Distraktoren hat. Es ist natürlich durchaus entspannend zu wissen, dass Chipstüten, Cola und Netflix nur 5 Schritte in der kleinen Studentenbude entfernt sind. Doch wenn du nicht willst, dass du für immer und ewig auf 10 Quadratmetern wohnen willst, dann solltest du deine Prioritäten entsprechend setzen. Spricht aber natürlich überhaupt nichts dagegen, einfach den Internetstecker für ein paar Stunden zu ziehen und sich gemütlich auf dem Sofa mit einer Tasse Kakao in den Elfenbeinturm zu begeben. Tipp Nummer 8. Fasse dich kurz. Ja, der Tipp klingt beinahe zynisch aus dem Munde von jemandem, der eine 120 Seiten starke Bachelorarbeit verfasst hat. Gut, ich hatte viele Abbildungen und so weiter. Doch du solltest dir trotzdem merken, je präziser du deine Gedankengänge formulierst, desto dünner, physisch, nicht inhaltlich dünner, wird deine Arbeit und desto glücklicher wird dein Prof.
Tipp Nummer 9. Tausche dich regelmäßig mit deinem Betreuer aus. Bleibe in Kontakt mit deinem Betreuer. Es bringt nichts, wenn du ihn nur zu den vorgeschriebenen Pflichtterminen am Anfang, in der Mitte und am Ende siehst. Dann sind die Erwartungen des Profs und deine Leistung wahrscheinlich so weit voneinander entfernt, dass du Glück haben kannst, mit einem Vierer dein Studium zu beenden. Je häufiger ihr euch unterhaltet, desto genauer kannst du dich an dem orientieren, was dein Betreuer von deiner Arbeit erwartet. Ich habe meinen Betreuer als einen Partner betrachtet, mit dem ich zusammen an einem sinnvollen Beitrag zur Wissenschaft arbeite. Diese Denkweise bzw. Haltung merkt auch der Betreuer und umso mehr macht es ihm auch Spaß, dir bei deinem akademischen Weg zu helfen. Ein weiterer Vorteil: Du bekommst ein ungefähres Prüfungsergebnis nicht selten schon vor der Abgabe beim Prüfungsamt. Tipp Nummer 10. Lasse deine Arbeit mehrfach von unterschiedlichen Personen Korrektur lesen. Einer der wichtigsten Tipps am Ende des Schreibprozesses ist das Korrekturlesen. Dabei sollten mindestens drei Personen beteiligt sein: Du selbst, eine fachfremde Person und jemand, der sich mit deinem Thema auskennt. Warum du selbst deine Arbeit noch einmal lesen solltest, sollte dir sofort einleuchten. Es ist deine Arbeit und du bist letztendlich dafür verantwortlich, was du deinem Professor vor die Füße wirfst. Da du aber in der Arbeit ziemlich tief drin steckst, schließlich hast du sie über Monate hinweg geschrieben, bist du mit Sicherheit betriebsblind. Das heißt, dein Gehirn wird viele Fehler einfach nicht erkennen, weil es automatisch einen Patch für die korrekte Version zur Verfügung stellt. Ein Tipp wäre also, deine Schreiberzeugnisse rückwärts zu lesen. Dadurch bist du gezwungen, jedes Wort zu lesen, wodurch sich der Kontext nicht so leicht erschließen lässt und einzelne Wortfehler erkannt werden können. Da der Kontext und auch die Satzstellung bzw. Grammatik auch entscheidend sind, brauchst du eine zweite Person, die am besten fachfremd ist. Diese Person kennt deine Arbeit nicht und kann somit logische Fehler, die sich aus vollständigen oder einfach falsch formulierten Sätzen ergeben, erkennen. Zudem kann dir diese Person auch gleichzeitig Feedback über die Verständlichkeit deines Textes geben, weil sie eben nicht in der Materie drin ist. Du solltest nämlich immer im Hinterkopf behalten, dass du die Arbeit nicht für deinen Professor schreibst, sondern für ein breites wissenschaftliches Publikum, das sich nicht zwangsläufig mit deinem Thema auskennen muss. Klar, ein Germanistikstudent wird deine Informatik-Bachelorarbeit nicht zu 100% verstehen können, da ihm dafür einfach die Grundlagen fehlen, doch er sollte am Ende nicht das Gefühl haben, dass er einen Text auf Chinesisch gelesen hat. Für eine bessere inhaltliche Beurteilung des Themas eignet sich dann die dritte Person, die deine Arbeit lesen sollte, nämlich jemand, der Berührungspunkte mit deinem Thema hat bzw. sich grob damit auskennt. Wenn du deine Arbeit über Machine Learning Use Cases im B2C-Bereich schreibst, dann schadet es sicher nicht, dein Ergebnis von jemandem lesen zu lassen, der sich mit Machine Learning auskennt. Klingt logisch, ist aber so. Ich habe meine Arbeit zum Beispiel von meiner Freundin, meinem Papa und einem Kommilitonen Korrektur lesen lassen. Somit hatte ich zwei fachfremde Personen und einen, der sich damit auskannte. Wer jetzt genau welche Rolle dabei einnahm, kannst du dir vielleicht selber denken. So, du wirst sie nicht auf dem Kanal Algorithmen verstehen, wenn es nicht doch noch einen kleinen Bonustipp gibt. Schau dir die Arbeit nach der Abgabe nicht mehr an. Ich möchte dir empfehlen, dir deine Arbeit nach der Abgabe wirklich nicht mehr anzuschauen. Ein Kommilitone von mir hat seine Bachelorarbeit auf den letzten Drücker, also wirklich am letzten Tag, abgegeben und nach dem finalen Druck noch einmal durchgeblättert, nur um dann auf den zufällig herausgepickten Seiten Tippfehler zu entdecken. Deine Arbeit wird, egal wie viele Korrekturen du durchläufst, niemals perfekt. Wenn du deine Thesis aber mit der heißen Tastatur zusammentipperst, dann lohnt es sich natürlich, jeden Satz auf Herz und Nieren zu prüfen. Wenn du jedoch deine Arbeit frühzeitig begonnen und regelmäßig Rücksprache mit deinem Betreuer gehalten hast, dann werden dir kleinere Fehler durchaus verziehen. Du schreibst schließlich eine wissenschaftliche Arbeit und keinen Deutschaufsatz oder gar Diktat. Gibt es sowas überhaupt noch? Wenn du dir Publikationen von anderen Forschern anschaust, wie du ja jetzt weißt, kannst du das über Google Scholar zum Beispiel machen, dann wirst du feststellen, dass sich der Fehlerteufel nicht selten auch in Papern von 5 bis 15 Seiten Länge einschleicht, vor allem wenn nicht in der Muttersprache publiziert wird. Vielen Dank fürs Zusehen. Solltest du weitere Fragen haben, kannst du sie gerne unten in den Kommentaren posten. Bis zum nächsten Video.